Drachen auf unserer Seite. Das finden wir dann wohl raus. Nicht über Chancen. Das war heftig. Hier lang. Da habe ich doch gerade die leise, gar nicht so leise, aber die Musik, so eine kleine Anspielung an die fantastische Tierwesen-Musik gehört. Die charakteristische Fantastic Beasts-Filme. Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Was, wenn wir das Ei behalten? Das ist eine blöde Idee. Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer. Zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Meinst du, die Wilderer könnten sich rächen wollen? Nach all dem Ärger, den sie mit uns hatten? Das ist dein davon ausgehen. Problem. Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Ach, die Zielscheibe ist schon... Die Zielscheibe, die Sirius auf dem Rücken hat, die ich auf dem Rücken habe, ist riesiger als London. Rumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Abgeschlossen. Okay, Drachen befreit. Hurra. Das war eine heftige Sache. Es wird Zeit, dass Sie den Verwandlungszauber lernen, nachdem Sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um Ihr Handbuch zu vervollständigen, besuchen Sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir Ihren bisherigen Fortschritt. Ihren Unterricht? Den hatten wir noch nicht. Verwandlungsunterricht bei ihr hatten wir bisher noch wirklich nicht. Das ist echt... einerseits merkwürdig, andererseits... Joa. Transformation Bombarder. Was haben wir überhaupt? Wie viele Zauber brauchen wir eigentlich noch? Es sind nur noch diese zwei. Transformation Bombarder. Da haben wir alle Zauber gelernt. Bis auf die beiden Verbotenen, die uns noch übrig bleiben. Und wo wir die lernen? Das wissen wir auch. Nämlich eine Quest, die ich jetzt annehme. Sammle die Handbuchsätze im unterirdischen Hafen. Finde die Handbuchsätze. Zwischenstufen der Bibliothek. Okay. Ich würde mal sagen, erstmal sprechen wir mit Sebastian in der Krypta. Das können wir vielleicht heute noch machen.
Den Rest können wir vielleicht auf Montag schieben. Drachenei. Auf geht's zurück nach Hogwarts. Hat der eigentlich einen Namen? Hippogreif. Der Weiße, der hat einen Namen. Hat er ja auch einen Namen? Auf nach Hogwarts. Auf direktem Weg. Und die verschneite Landschaft. Wow. Der Winter in Hogwarts und Umgebung ist einfach die schönste Jahreszeit. So, mal schauen, wo wir landen können. Landen. Das war das Praktischste. Natürlich nicht. Dann wir halt hier unten bei den Antigehegen. Gerade durch die Map durch. Süß. Eigentlich Geld erbeutet. Auf zu unserem Stillhorn-Freund. Lass mich in Ruhe!
Sie verdienen alle nichts Besseres als einen Tee. Vierhundert Jahre höre ich das schon, aber jetzt habe ich genug. Ich kann nicht länger mit dir zusammen sein. Mein Geist macht Schluss. Meine Mutter will mit mir sprechen. Ich schätze, sie hat schon einiges von dem erfahren, was wir vorhaben. Ich hoffe, sie ist mir gegenüber nachsichtiger, wenn du dabei bist. Können wir uns in den drei Besen treffen? Seit wir den Drachen aus der Hornschwanzhalle gerettet haben, ist es vielleicht endlich sicher. Ja, aber erstmal. Eins nach dem anderen. Mit Sebastian. Du glaubst nie, was ich erfahren habe. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Also ich habe bisher Crucio nur an die Spinnen gesetzt und habe ich bisher... Gut, aber ich habe es schon bereut, das sah schon elendig aus. Das war schon. Da hat mir fast die riesige Spinne leid getan. Ich weiß, es war nötig, um das Skriptorium zu öffnen, aber ich will es nicht wiederholen. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas: Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen, aber wir sollten es keinem erzählen, vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Es gibt keinen Grund, Ominous einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner! Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Ich werde nicht aufgeben. Das klopft ja nicht so. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Ich werde nichts machen, ohne dass ich da mehr darüber weiß. Also keine Sorge, ich werde da schon... Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern.
Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Einige Stellen, die Sebastian im Buch erwähnt, machen mir Sorgen. Ich bin froh, dass du das verstehst. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde mich freuen. Ja. Für den unverzeihlichen frühen Lärm und so einfach gelernt zu haben. Ob ich sie dann einsetze, ist eine ganz andere Sache. Kruzu habe ich bisher nur einmal ausprobiert. An der Spinne. Na, Kromantula. In der Spinnenhöhle. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen will. Das war echt uff. Das an der Mensch zu sehen, das wäre ein bisschen uff. Das wäre heftig gewesen. Poppy mit Nati. Erstmal zum Nati. Wieder eine Familienquest. Schüler, halt sich für so gescheit! Peeves Spiel ist das Beste, weit und breit! Hi, Peeves. Der tut uns irgendwie gar nichts, der Peeves. Bis auf Sie einmal in der Bibliothek. Sich halt gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen scheint er uns zu ignorieren. Das ist so frustrierend. Du wolltest mit mir sprechen, Mutter? Ich hatte gehofft, allein mit dir zu sprechen, Natsai. In der Nachricht hast du erwähnt, dass ein ungewöhnliches Wesen im Wald nahe Hogsmeade dir Sorgen macht. Das hätte alles sein können. Du weißt, was es war, Natsai. Ich darf das Schloss verlassen. Ich bin auch immer vorsichtig, Mutter. Vorsichtig? Officer Singer ist anderer Meinung. Sie schickte mir eine Eule, dass du versuchst, irgendwelche Beweise gegen schwarze Magier zu sammeln. Sie hat mich getadelt, weil ich nicht besser auf dich Acht gebe, und sie hat recht. Ich will, dass du Hogsmeade bis auf Weiteres fernbleibst. Aber was? Mutter! Meine kleine Gazelle, du hast gute Absichten, aber du darfst dich nicht mit gefährlichen Leuten anlegen. Wenn jemand sich in Matabeleland eingemischt hätte, wäre Vater noch bei uns. Ich muss zum Unterricht. Vielleicht kann deine Freundin dich ja zur Vernunft bringen. Das ist so frustrierend. Bin ich aber die Falsche. Sie hört mir einfach nie zu. Sie hat dich kleine Gazelle genannt. Ist das ein Kosename in eurer Heimat? Der gilt nur für mich. Ich bin das ungewöhnliche Wesen in Hogsmeade, von dem sie sprach. Selbstverwandlung wird in Hogwarts nicht gelehrt. Deshalb schrecke ich etwas davor zurück, sie zu praktizieren. Aber ich bin eine Animaga. Und in meiner Gazellengestalt konnte ich bisher immer frei das Hochland durchwandern. Sehr zum Ärger meiner Mutter. So konnte ich Rookwood und Harlow ausspionieren.
Wurdest du als Animagus geboren oder hast du es erlernt? Animagi werden nicht geboren. Der Prozess ist kompliziert. Man muss ein Alraunenblatt einen Monat lang im Mund herumtragen. Dann legt man das Blatt in eine Kristallfiole, um es dem Mondlicht auszusetzen. Danach fügt man eines seiner Haare bei. Und das ist erst der Anfang. Selbstverwandlung ist in Ouagadou unter Schülern alltäglich. Aber Professor Weasley findet sie zu gefährlich, um sie in Hogwarts zu lehren. Kannst du auswählen, welche Gestalt dein Animagus annimmt? Nein, die Animagus-Gestalt eines Menschen hängt von seiner Persönlichkeit ab. Meine Mutter meint, dass ich mich in eine Gazelle verwandle, weil ich so anpassungsfähig bin. Ich glaube, es liegt daran, dass ich Gefahr wittern und die Nerven behalten kann. Wie fühlt es sich an, sich in ein Tier zu verwandeln? Naja, am Anfang war es ziemlich anstrengend. Ich verspürte stechende Schmerzen und das starke Pochen zweier Herzen. Aber von Mal zu Mal wird es leichter. Ich verspüre keine Schmerzen mehr und finde den zweifachen Herzschlag sogar ganz angenehm. Und ich betrachte die Welt gerne aus einer anderen Perspektive. Jetzt ergibt der Spitzname Sinn. Was für eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ob, ich liebe das Verwandeln. Aber Mutter ist davon nicht so begeistert. Sie findet kein Wesen, vor allem kein so seltenes wie eine Gazelle, sollte in einer Gegend herumstreuen, in der so viel gewildert wird. Das macht Sinn. Sie sagt, sie habe ein Unglück vorhergesehen, das mir in Gazellengestalt widerfährt. Aber sie nutzt ihr inneres Auge zu oft, um mich zu kontrollieren. Ich glaube ihr nicht mehr. Tja. Tut mir leid, das zu sagen, aber... Sie ist eben besorgt um dich. Es wäre vielleicht besser, wenn du Hogsmeade vorerst meidest. Das mag zwar sicherer sein, aber ich glaube nicht, dass das gut wäre. Du etwa? Du hättest fliehen können, als du erfahren hast, dass Rookwood, Harlow und Ranrock hinter dir her sind. Aber das bist du nicht. Und ich werde auch nicht fliehen. Ich muss Rookwood und Harlow erledigen. Ich verstecke mich nicht. Meine Mutter kann nicht immer wissen, wo ich bin. Vielleicht können wir ja mal kommen. Danke, dass du bei diesem eher unangenehmen Gespräch dabei warst. Irgendwie denken die Charaktere irgendwie gerade nicht daran. Wie wär's denn damit, mal irgendwie einen Kompromiss zwischen beiden Sachen zu treffen? Zwischen nicht nach Hogwarts gehen und als Gazelle immer rumrennen und in Gefahr laufen. Von Wildern gefangen genommen zu werden. Der Kompromiss ist offensichtlich, nur noch als Mensch nach Hogsmeade zu gehen. So kann man auch. So kann man auch der Spur weiter folgen. Professor, erzählen Sie mir, wie Sie und Natty in Hogwarts gelandet sind? Sicher. Das ist leicht zu beantworten. Wir sind wegen Professor Weasley hier. Sie kannten sie, als sie noch in Uganda lebten? Ich hatte von ihr gehört. Wie Sie vielleicht wissen, führte Professor Weasleys Arbeit sie einst um den ganzen Globus. Ohne Details zu nennen, die ich nicht preisgeben darf, kann ich sagen, dass sie in unserer Zauberergemeinschaft bekannt war für den weltweiten Austausch magischen Wissens. Professor Weasley scheint sehr kompetent zu sein, deshalb überrascht es mich nicht, dass sie so etwas tut. Für wahr. Doch ich vermute, dass es über alle Professoren überraschende und beeindruckende Dinge zu erfahren gibt. Auf jeden Solchen Informationsaustausch, ob vom Ministerium genehmigt oder nicht, gibt es seit Jahrhunderten. Tatsächlich war es ein afrikanischer Hexer, der den Entriegelungszauber mit einem gewissen Zauberer aus London geteilt hat. Leider stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen Dieb handelte. Verstehe. Aber zurück zu Ihrer Frage. Das ist der Alumura, Professor Weasley hatte von meiner Arbeit und meinem Leben im Matabeleland gehört. Und meiner Zeit logisch. Als Lehrerin in Ouagadou. Damals war sie stellvertretende Schulleiterin in Hogwarts. Und als die Stelle für Wahrsagen frei wurde, kontaktierte sie mich. Der Zeitpunkt war perfekt. Ich hatte eine Veränderung in Natsais und meinem Leben vorausgesehen und wusste, wir müssen Uganda verlassen. Natsai war ebenso bereit wie ich für ein Abenteuer.
Also gingen wir. Nati hat von ihrem Umzug erzählt. Sie war an meinem ersten Schultag in Zauberkunst sehr nett zu mir. So ist Natsai. Schön, dass Sie sich angefreundet haben. Ich muss zurück an die Arbeit. Wie ich Natsai schon sagte, seien Sie vorsichtig. Ich hatte dieses Jahr eine Vision von ihr mit einer Freundin auf geflügelten Tierwesen. Natürlich wird sie meine Visionen weder bestätigen noch sie bestreiten. Es sei denn, es passt ihr. Na dann. Oh. Hi. Steht und schlürft einen Tee. Was haben Sie jetzt vor? Tja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Die Professorenaufgaben, die warten wieder auf uns. Das könnte auch spannend werden. Als nächstes geht's wohl erstmal nach Hogsmeade, würde ich sagen. Geht das relativ schnell. Schneller! Müssen wir landen. Nach Hogsmeade. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Leute reden immer noch davon, wie sie den Troll auf dem Dorfplatz besiegt haben. Dabei ist das schon fast Eindruck hinterlassen. So, dann würde ich mal sagen, mach's mir hier mal bequem und trink ein Butterbier. Und dann sprechen wir am nächsten Stream am Montag mit Poppy. Und dann machen wir weiter mit den Quests, die wir hier noch so vor uns haben. Und schauen mal, was das Abenteuer noch so gibt für uns.
Joa. Was ist mit der Grafik passiert? Müssen wir sich jeden Stream neu einstellen? Also flüssig laufend das Spiel gerade nicht. Wie kriegt sich's noch ein? So, neue Kopie reden. Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht. Die Halsbänder, die sie trugen, sie schienen aus Koboldsilber zu sein. Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wildererlager gefunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen. Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband. Und Professor Fig war verblüfft von seinem Verhalten. Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor. Er kam scheinbar aus dem Nichts. Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau. Bei Merlin! Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Und wir sollten das Ei zurückgeben. Gute Idee. Wir müssen uns darum kümmern. Ich werde mich sofort damit befassen. Da wäre noch etwas. Ich wollte es vorher nur nicht ansprechen. Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood. Warum ist er hinter dir her? Ach, nicht wegen dir. Rookwood arbeitet mit Renrock zusammen. Und der will etwas, das ich bei Gringotts gefunden habe. Fig hatte einen Portschlüssel, der uns nach dem Angriff dorthin führte. Ja, vertraue ich das an. Lange Geschichte. Aber Fig bat mich, sie vorerst für mich zu behalten. Meine Güte. Das wirft sicherlich etwas Licht auf das, was wir im Zelt gesehen haben. Ich werde dein Geheimnis hüten, als wäre es mein eigenes. Ich werde nicht nach Einzelheiten fragen. Eigentlich muss ich auch los. Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren. Ich sage Bescheid, wenn ich weiß, wo sie ist. Okay. Ein kleines Snack noch zu mitnehmen. Tag, Serona. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie das Dorf vor den Trollen gerettet haben. Das ist doch überhaupt nicht nötig. Ist es Tag? Okay. Erstmal ab zu Deeks. Zu Deek. Katze. Die Katze streicheln. Spiel. Es okay. Irgendwie. Auch wenn da die Bildqualität ein bisschen drauf geht. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Wenn es flüssig läuft. Okay, läuft gerade gar nichts. Wir hatten das doch im letzten Stream schon. Im letzten Stream hat das funktioniert.